Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. Jawohl. So, wir haben jetzt hier unseren Bahnhof. Den habe ich jetzt gerade so gebaut, eine Kreuzweiche. Ihr seht, ich habe das Signal auch hier drin. Hier kommt allerdings kein Signal hin, oder? Ja, zur Not kann ich sonst mal ein Signal hier setzen. Je nachdem, wo der uns rein oder rausfahren lässt, egal. So, hier kann er wechseln. Hier ist auch ein Signal von da kommend. Also hier könnte der rein, holt der auf jeden Fall Zeug ab, fährt weiter hier die ganze Zeit rum. Dann kommt der hier hin. So, das ist unser Durchfahrts, Dingens. Hier würde ich jetzt gerne, weil es doch hier ziemlich hoch geht und durch den Wald, ich würde hier einfach einen Tunnel ganz knallhart durchziehen. Mal gucken, wie teuer der Spaß ist. Und dann geht es hier hinten rum und dann hier. Auch hier habe ich den Bahnhof schon ein bisschen ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier vertan habe. Und zwar habe ich zwar jetzt hier so Prellböcke hingesetzt, dass hier zu Ende ist und ein paar Bäumchen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das sinnig ist, was ich da getan habe. Da müssen wir gleich mal gucken, wie es so weiter funktioniert. Also, wir fahren ja hier durch und jetzt fahren wir erstmal hier durch den Wald. Und ich würde sagen, fast quer durch den Berg durch. Alles andere macht keinen Sinn. So, hier machen wir noch eine hohe Aufschüttung. Jetzt machen wir den schönen Wald weg. Das ist natürlich schade. So, hier gehe ich gleich wieder ins Gleis rein. Nichtsdestotrotz einfach weiter, weiter, weiter. Schön den Tunnel. Ne, 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 Moment. Moment, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Du sollst schön einen Tunnel machen, ne? Einen Tunnel soll das geben. So, du bleibst schön gerade, damit du einen Tunnel wirst. Oder wirst du schon nämlich einen Tunnel? Ja, lass mich erstmal bis da vorne hin. Dann drehen wir das Ganze und ziehen den hier durch. So. Bist du gerade? Ja. Noch ein bisschen mehr, ne, bis wir hier rauskommen. Ohohoho. Nee, das würde ich vielleicht noch anders machen. Moment, Moment, Moment. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir das machen. Zurückmarsch, Marsch. So, du sollst bei 120 bleiben, ne? So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal bis hier hin. Guck mal, kommen wir jetzt gerade da aus dem Tunnel raus. Nein. Ah, die Kamera ist auch manchmal echt ein bisschen blöde. Zumindest stelle ich mich blöde an. Also nochmal das Ganze. Einmal Tunnel ziehen. Ne, so. Tunnel ziehen. Ich würde aber diesmal diesen hier, ne, den nehmen wir, ne? Genau. Hier hinten sollen wir wieder rauskommen. Bist du gerade soweit? Ja, du bist gerade. Okay, zack, bauen, kaufen. Hammer. Dann ziehen wir das zweite Gleis. Das ziehen wir direkt daneben. Gekauft. Einmal noch weiter, 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 weiter. Zack, bis hier oben hin. So, das hätten wir schon mal. Aber warum kommt... Ich würde gerade sagen, warum kommt da nur ein Gleis raus? So, bis hier oben hin haben wir das zweite Gleis. So. Tunnel abgeschlossen. Jetzt werden wir noch hier schnell versuchen reinzukommen in die, ins Gleis. Am besten mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Oh, YouTube meldet sich. So, dass wir nicht so viel kaputt machen. Immer noch weiter, weiter, weiter. Ah, so, ich würde schon sagen, so ist schon okay. Allerdings brauchen wir, was brauchen wir hier? Wir brauchen hier, ja, ein Signal, ne? Wir brauchen ein Signal.
Und zwar muss der noch rüber hier. Hier müssen wir direkt auf jeden Fall eine Kreuzung machen. Weil er muss ja hier auf dieses Gleis zurück. Genau. Dann machen wir hier eine Kreuzung hin. Eine schöne Kreuzung. So, ich hoffe, dass wir die Kreuzung auf der anderen Seite auch hinbekommen. Jawohl. So, dann werden wir hier vor der Kreuzung ein Haltesignal machen. Das denn letztendlich sagt, okay, mein Freund, du hast hier zu warten. Denn es kommt ein Zug. Ne? So, Signal hier hingepfeffert. So, und hier kommt ein Signal hin für die Rausfahrt. Ne? So, für die Rausfahrt. Hallo, wo bist du, Signal? Da kommt ein Signal hin. Oh, guck mal, ist schön hier mit dem Wald. Hier machen wir noch ein paar Bäume auf jeden Fall hin. So, aber ich möchte hier trotz allem auch eine Kreuzweiche haben noch. Die baue ich jetzt noch dahin. Damit der nämlich von einer Linie zur anderen fahren kann. So, einen weiter noch. Zack, so dahin. Und einmal hier zurück mit der Kreuzweiche, bitte. Steigung zu groß, ich werde bekloppt. So, zurück. So. Kreuzweiche gebaut, sehr schön. Dann auch hier ein Signal hin. Ja, wobei muss hier ein... Ah ja, was ist denn hier los? Wobei muss hier ein Signal hin, das ist die Frage... Ich würde fast behaupten, ja, ne? Ja, du kommst mal weg. Ich setze mal hier ein Signal hin. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich muss mal den Weg rekapitulieren. Also, wir fahren ja immer auf der rechten Spur hin und auf der linken Spur zurück. Das heißt, der fährt rein. Ich weiß ja nicht, ob der hier wenden will. Aber es ist schon von den Signalen her richtig. So. Hier geht es dann wieder raus auf der rechten Spur, fährt der wieder raus und die linke Spur hat ein Signal halten, ja, nein, genau, ist richtig. So, haben wir da oben jetzt auch eine Kreuzweiche, das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich auch gemacht, okay, weil ich weiß ja nie, wo genau, wo der laden möchte oder auch nicht. Dann geht es hier in den Tunnel rein. Achso, wir wollten jetzt hier ein bisschen Bäume pflanzen, ne? Damit das jetzt hier ein bisschen schöner nach Wald aussieht und so. Also, das können wir nicht auf uns so sitzen lassen hier. Wir haben jetzt so viele schöne Bäume hier weggemacht. Ne? Können wir jetzt mal hier schön Wald noch pflanzen. Ah, jetzt sieht da herrlich aus, ne? Zack, schön dicht. Hier können wir vielleicht ein... Irgendwie wie ein Gebäude oder was. Mal gucken, was wir da haben. So, war das jetzt clever? War das nicht clever? Ich bin mir nicht sicher. Hier möchte ich auf jeden Fall noch größere Bäume haben. So. Hier noch ein bisschen Bäume. Das sieht doch schön aus. So, habe ich mir jetzt hier das Dings zugehämmert? Das Signal? Nein. Ja, können wir doch schon fast so lassen, ne? Vielleicht hier noch ein bisschen später. Aber das sollte jetzt erstmal fürs Erste reichen. Dann geht es hier in den Tunnel rein. Hier hinten kommt der Tunnel wieder raus. Und dann bauen wir hier wieder weiter. Schließen hier an. Und wenn wir hier angeschlossen haben, die Cargo-Linie, geht es hier weiter. Aber wir haben jetzt so viel Cargo-Strecke gebaut. Aber haben letztendlich überhaupt noch gar nicht... aber wir sollten erstmal gucken, ob hier hinten noch alles überhaupt läuft, ne? Leute werden es auch nicht mehr und dann werden wir auch hier Hohenau ans Netz anschließen, damit wir noch mehr Geld verdienen. Und ich möchte auch letztendlich, wie gesagt, einen Cargozug draufsetzen, der zumindest schon mal hier nach Dingens fährt und mir Steine holt und dann Schiffe. Das machen wir auch, aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge, nicht mehr in dieser Folge. Upsala. So, lass mal gucken. Ja, das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir in dieser Folge Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Ihr wisst jetzt, was ich gebaut habe.
Und in der nächsten Folge schließen wir dann Cargo an und ebenfalls auch Schiffe. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.